Ja, meine Frage geht aber jetzt eher wieder Richtung BMJ und Waffenrecht, aber vielleicht auch andere Ministerien, deren Minister sich berufen fühlten, sich dort zu äußern. Der 42-Waffengesetz sagt ja schon klipp und klar, dass das Mitführen von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen nicht erlaubt ist, es sei denn, es gibt einen Ausnahmetatbestand. Da würde ich dann gerne mal wissen, was genau soll jetzt eine Veränderung am Waffenrecht noch bewirken können? Denn verboten ist ja schon verboten. Ich weiß nicht. Das ging erst ans BMJ und dann sonstige Ministerialzuständigkeiten, die sich berufen fühlen. Also wie gesagt, wir werden da jetzt nochmal genauer drüber sprechen. Zu Details kann ich allerdings noch nichts sagen. Aber wir werden natürlich sehen, dass wir da möglichst schnell da auch Inhalte liefern können dazu. Es tut mir leid, ich muss da nochmal nachfragen, weil ich verstehe das nicht so ganz. Es gibt einen Vorschlag, das Waffenrecht zu ändern, um etwas zu erreichen, was bereits heute verboten ist. Das ergibt doch logisch keinen Sinn. Also was wollen Sie damit erreichen? Das ist ja auch nicht die einzige Maßnahme, über die wir im Moment diskutieren, sondern es sind ja noch mehrere Sachen, über die wir hier auch schon länger gesprochen haben, die jetzt in der Diskussion sind und die dann in der Form eines Gesamtpaketes dann sicherlich dazu beitragen werden. Aber wie gesagt, da bitte ich um Verständnis. Zu genauen Inhalten kann ich im Moment noch nichts sagen. Herr Ricke.